Ja, hallo, Freunde der leichten und seichten und niveaulosen Unterhaltung, da sind wir wieder. Hallo, Nikro! Das ist doch der Wahnsinn! Warum schickt ihr mich in den Keller? Keller, 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 Keller! Ja. Was machen wir eigentlich im Jetzt gehen Keller? wir mal. Hallo! Ja, oder was mache ich eigentlich im Ich Keller? grüße euch. Die Frage ist absolut berechtigt. Ich versuche zu leveln. Er versucht zu Ja, leveln. genau. Er versucht zu leveln. Er versucht zu leveln. Und da unten ist Lava. Haha. Ich weiß, wie das wieder Gleich ausgehen ist wird. das Leveln vorbei. Ich weiß, wie das wieder ausgehen wird. Ja, Freunde, da sind wir wieder. Das Schöne an der Sache ist, dass ich schon angegriffen werde. Und es war klar, dass ich natürlich hier angegriffen werde. Natürlich. Alter, ich sehe schon wieder gar nichts. Okay, vielleicht sollte ich Er erstmal. sieht gar nichts. Okay. Warum sieht er denn so überhaupt nichts? Weil es dunkel ist. Über, Es ist dunkel wie im Bärenarsch hier unten. Und warum ich weiß, wie es im Bärenarsch aussieht, kann ich dir nicht sagen. okay. Ja, kann ich euch nicht sagen. Und jetzt mal vorbei mit den Kraftausdrücken hier. Wer benutzt Kraftausdrücke? Na, ich nicht, Junge, Alter. Was ist los mit dir, du Scheiß Arschloch? Scheiß. Scheiß Arschloch. Ja, das ist wieder eine sehr sinnvolle Folge hier. Das merke ich jetzt schon. Nein, sinnvolle Folgen sind absolut langweilig. Ich habe Ja. keinen Bock auf sinnvolle Folgen. Okay. So, Sag mal, liebe was kann. Leute. Was ganz anderes jetzt mal. Was? Mal was ganz anderes, ja? In Was ist? 2 Wochen ist ja die Gamescom am Start. Die Gamescom in 2 Wochen. Der Necro ist übrigens vor Ort, der Chris leider ja nicht, oder? Hat sich da was geändert? Nee. Der Necro ist aber am Stissel. Vor Schissel. Und ich habe gerade gelesen, das macht mich besonders traurig, dass tatsächlich Cosplayer keine Waffen mitbringen dürfen. Was ist denn da los, Alter? Was ist denn da los? Ja. Ein Cosplayer ohne Waffen, ey, kannst auch Ja, sein dann kannst du lassen. davon ausgehen, dass alle nur noch als Pikachu rumlaufen. Das heißt nicht mehr Pikachu, sondern Pikachu. Das wird jetzt kantonesisch ausgesprochen, übrigens. Kannst du nicht einfach auch mal dein Maul halten? Das muss doch auch gehen, oder? Ja, was ist denn? Du hast mir das erzählt. Und Ich hab. selber machst du den Fehler und sagst es falsch. Sag hier gar nichts falsch. Ja, also Fakt ist auf jeden Fall, Waffen sind verboten und man soll auch als Besucher darauf verzichten, zum Beispiel einen Rucksack mitzunehmen. Warum? Ach so, wegen. Weil die aktuelle Situation dieses wohl ja, vorschreibt, würde ich nicht sagen, aber die Sicherheit geht vor, du weißt. Jetzt frage ich mich aber, ja, diese ganzen, die meisten sind ja alles Kiddies, die da drauf rumlaufen, auf dem ganzen Gelände, ja. Das Wasser dort ist so schweineteuer, dass sich das eh keiner leisten kann. Das heißt also, jetzt wird es hier sogar verboten, dann eigenes Wasser mitzunehmen. Wären denn jetzt die Wasserpreise wenigstens günstiger? Nee. Im Gegenteil, weil sie wissen, dass kein Nee. Wasser da ist, werden sie es wahrscheinlich noch teurer machen. Ja. Weil, sind ja schlau, sind ja Geschäftsmänner. Eben. Ja, aber, also ich kann das ja verstehen. Ich kann das verstehen. Oh, draußen ist Gewitter. Gewitter? In Neuss? In Neuss? Draußen ist Gewitter, das höre ich hier in der tiefsten Schlucht, Alter. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich kann das Ich kann durchaus es verstehen. dir einfach nicht sagen. Und ich bin auch Sagen, kein. sagen. Sag mal, bist du besoffen oder was? Noch nicht. Und ich bin auch kein großer als. Ich würde nie als Cosplayer Und wieso, rumlaufen also oder sowas. apropos, was ziehst du denn an zu Gamescom? Also ich meine, Gar nichts. so cosplaymäßig musst du ja auch ganz gut unterwegs sein, ne? Ja. Ziehst du, Ich laufe ich als Necro glaube, rum. Ich glaube, ich weiß, also was drum läuft. Ich glaube, du machst von unserem Lieblingsspiel, wo wir so Profis drin sind. Ich glaube, das wirst du machen. Du Ich glaube, meinst du jetzt. verkleidest dich als Call of Duty-Typ. Das wäre eine geile Idee.
Vor allem ein Call of Duty-Typ ohne Waffe. Ja, das haut richtig rein. Also das ist eine super Idee. Chris, dass du da jetzt erst drauf gekommen bist? Nein. Ich werde als Negro dort anzutreffen sein. Machst du denn einen Vlog? Durchaus möglich. Also ich denke, ja. Ich denke, ja. So ein bisschen ein paar Eindrücke kann man auf jeden Fall mal von der Gamescom mitnehmen. Mal gucken, was da los ist. Das Problem wird natürlich auch wieder sein. Was ist denn hier los? Das Telefon. Was für ein Telefon? Kanada! Kanada! Ist keiner da! Sag mal, wer hat denn überhaupt ein Telefon heutzutage noch? Ist keiner da! Vor allem. Sag mal, ist das Telefon aus den 80ern oder was? Kommt da jetzt der Eiermann aus dem Hintergrund oder was ist das für eine Scheiße? Alter, ist immer noch keiner da! Alter, vor allem diese penetranten Menschen, die nicht merken, dass man nach 3-4 Mal klingeln nicht rangehen will, ja? Echt, und die lassen einfach 20 Mal klingeln. Was ist da eigentlich los? Was soll das? Was ist da los? Ruf mir noch einmal an, du! Alter. Ja, hervorragend, Freunde. Es ist ja wieder. Ach, herrje. Ich glaube, ich spinne hier. Bin doch hier nicht bei Hottentotten. Nee, das sind wir wirklich nicht. Das muss man auch einfach mal sagen. Weißt du, was ich noch sagen muss? Nee. Ich glaube, ich finde nie wieder nach Hause. Alter, wie weit das da noch? Hast du schon so oft gesagt? Ja, Alter, die Höhle, die ich hier gerade. Also, das ist eine mega. Ich sag's nochmal. Eine Mega-Höhle? Ja, die ist so was groß. Was heißt denn eine Mega-Höhle? Eine mega große, voller. Krams. Krimskrams. Krimskrams? Und ich bin so tief in dieser Höhle, dass ich höre, dass draußen Gewitter ist. Ist auch irgendwie strange. Also. Das ist ja nicht schlecht, ne? Was machst du? Was machst du eigentlich? Ich buddle hier in meiner Burg rum. Boah, das sieht schon ganz cool aus. So. Das ist schön. Das haben wir jetzt gemacht. So. So, jetzt wollten wir ja noch die Treppe. Ja, also ich bin, und darauf kann ich bin sehr gespannt, was auf der Gamescom dieses Jahr zu sehen sein wird. Und vor allem befürchte ich ja wieder, dass das Ding mega überfüllt sein wird. Das heißt, schon wieder das Mega. Also es wird wahrscheinlich richtig voll sein. Ich glaube, zu zocken kannst du völlig vergessen, weil da musst du dich 5 Stunden anstellen. Ich meine, ich habe keine Ahnung, auf wie viele Gamescoms ich generell schon war. Ich glaube, ich habe tatsächlich nie was gezockt, weil. Also tut mir leid, irgendwie 4 Stunden anstehen, um einmal in Call of Duty 9000 reinzugucken, ist auch nicht so meins. Ja, auf gar keinen Fall. Von daher. Ja. Ich habe gerade mal überlegt, ich muss sagen, ich war tatsächlich noch auf gar keiner Gamescom. Ich war noch auf dem Vorgänger in Leipzig. Das hieß Games. Irgendwas das mit Games. Das hieß auch Gamescom. Ach, hieß das auch Gamescom? Nein. Ja? Ja? Doch. Ja, dann war ich doch schon auf der Gamescom. Ich dachte, das hätte einen anderen Namen, das Ding. Nee, das hieß auch so. Alter, auf jeden Fall ist draußen so ein Gewitter, dass die Welt raus. Hörst du das bei dir unten eigentlich in der. Hörst du das bei dir eigentlich unten in der Höhle? Nee. Das sind die Fürze, die hier quer durch die Höhle streichen. Soll das sonst sein? Weißt du übrigens, dass wenn Gewitter ist, dass das Bud Spencer ist, der im Himmel Schellen verteilt? Nee, wusste ich nicht, aber jetzt weiß ich. Jetzt weiß es. Macht doch irgendwie Sinn. Gerade jetzt hat Bud Spencer wieder richtig gute Laune. Da habe ich doch schon wieder einen Zombie gehört. Oder man geht von hier hoch. Ich weiß auch gar nicht, ob es irgendwas Neues auf der Gamescom geben wird, weil ich glaube, gelesen zu haben, dass die großen Microsoft und Sony und Pipapo keine Pressekonferenzen abhalten werden. Die habe ich auch gelesen. Das heißt also, die super neuen Sachen werden nicht vorgestellt werden, nehme ich an. Oh. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich werden nur die ganzen E3-Dinger, die wir gesehen haben, vielleicht. Obwohl das ja auch erst 2 Monate her ist. Ja, vielleicht kann man da was von sehen. Also ich bin gespannt. Ich bin gespannt und ich werde in einem kleinen Vlog dann mal berichten, was es denn auf der Gamescom 2016 zu sehen gibt.
Wie mache ich das hier? Ja, wie macht er das jetzt? Das ist eine gute Frage. 15 von den Olmen hier. Alter, mal ganz ehrlich. Was denn? Ich finde so viele Räume hier in dieser Höhle, dass... ich weiß wirklich nicht, ob ich jemals wieder zurückfinden werde. Wie viele Spitzhacken habe ich noch? 1,5. Ich glaube, ich sollte dann auch irgendwann mal zusehen, dass ich mich nach oben buddel oder so. Ich glaube, den richtigen Ausgang findet man hier eh nicht mehr. So. Ah, sieht zumindest ein bisschen schon nach was aus. Ich brauche schwarzes Glas, das wird natürlich schon wieder, ne? Ja, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Ja, das ist irgendwie scheiße. Ist halt doof, dass man das nur mit diesen Tintenfischen, da wollte ich gerade sagen, kriegt, ne? Ja, das muss halt, und weiße Steine brauche ich auch noch ohne Ende. Ja, so weit bin ich hier leider nicht weg. Und dann wollte ich da irgendwie hochkommen. Guck mal, ob wir das mal von oben machen. Ja, Freunde, ich bin natürlich hier wieder, falls ihr noch nicht eingeschlafen seid, wieder nur am Kohle, Kohle, Kohle und Eisen, 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 damit ich irgendwie die Level ein bisschen zusammenkriege. Aber Eisen kann man zum Beispiel nie genug haben. Und Kohle, gut, ich glaube, mittlerweile haben wir so viel Kohle, so viel können wir gar nicht brennen. Man weiß es nicht. Hast du eigentlich letztes Wochenende, ja, hast du eigentlich gesehen, Promi-Bowling, Alter? Was? Warte, ich glaube, nee. Ich auch nicht, aber ich frage mich schon wieder, warum erzählt eigentlich jeder von Promi-Bowling, Alter? Wer guckt sich sowas eigentlich auf den Sonntag an? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich gucke es mir definitiv nicht an. Da fallen mir spontan ungefähr 420.000 bessere Sachen ein. Ja gut, keine Ahnung. Es gibt halt Leute, die sich das halt reinballern, ne? Ist krass, ne? Ja, was weiß ich. Ich meine, besser als Crack zu rauchen. Ja, gut. Oder? Ich glaube, weiß ich auch nicht, wenn du so eine Bowling-Show, die da über 3-4 Stunden gehst, Alter, wenn du die zu Ende geguckt hast, bist du genauso high, oder? Ja, das kann durchaus möglich sein. Also. Ich weiß es nicht. Trotzdem würde ich mir sowas nicht angucken. Ja, ich tatsächlich auch nicht. Und wie gesagt, ich verstehe es auch. Oh, jetzt ist die Spitzhacke kaputt. Chris, die Spitzhacke ist kaputt! Was mache ich denn jetzt? Ja, weiß ich nicht. Ja. Schmeiß den Ring ins Feuer. Ja, echt, ey. Ja, wie fängt man das? Nee, das ist irgendwie scheiße. Es müssen 4 sein, ne? Nee, das geht auch nicht. Aber 2 ist zu wenig. Ja, das finde ich jetzt allerdings auch. 5 vielleicht. 2, 3. Dann ist es eine Keilerei. Das ist jetzt 4. Trinken wir noch ein Bier. Alter, ja, ins Maul, Alter. Bist du jetzt Rapper oder was? Ja, dachte ich mir so. Wäre das eine geile Idee eigentlich? Ja, mega. Mega. Aber mega, Freunde, es ist geschafft. Wir sehen uns bald wieder in der nächsten Folge Minecraft. Tschüss. Tschüss.